Ja, genau. Oh Gott. Ja, ja, ja. Dann auch mein Also eines ist für das Kupfer und zwei oder drei oder mehrere sind dann für ihr Umzug, je nachdem, was ihr machen möchtet. Danach geht's los mit der Farbe. Und zwar ein Backpapier und Haushaltsfolie könnt ihr nehmen und dann einfach, was die Kinder geben oder eben ich, ein Farbfetischist. Das könnte ich sein, gut und holen. Ja. Das ist auch meins. Das geht eben schnell. Und dann rechts. Das ist die sogenannte Klatschteppich. Hast du noch eine Schere? Die gute? Nein, nein, perfekt. Das geht schon. Dann brauchen wir noch die Wurzelrolle. Und jetzt geht's los. Für die, die keine Farbe an den Fingern haben, wie ich, mache ich das so. Dass das alles schön bedeckt ist. Danach wird es jetzt getrocknet und fahre dann weiter. Ich habe da schon eine Zeit, ich habe die Mühe bereit. Super. Das war diese hier, die ich dann auch noch so drauf klatsche. Ja, sehr, so dran. Ja, geht es? So. Und dann das Vogel heißt und braucht natürlich noch ein Dach, aber mit dieser Schere wird es dann ziemlich kritisch, groß und klein, aber kein Problem. Und dann kann ich das Dach und das Kupflach vom Vogel heißt mit der grauen Farbe noch einmal, aber so ein bisschen drin. So. Und hier auch noch. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich zeige es euch aus. Weil ich habe das auch schon vorbereitet. Will ich ihn verletzen mit dem Wohnung? Nein. Jetzt geht es dann los, wenn das trocken ist, brauche ich noch den Rudelbau plus das Dach und eben diese Hängerchen oder was auch immer, die ich dann so aufleine. Einen kurzen Moment drücken und dann wird es schön. Und das Dach und diese Schere. Die Schere, die die Frau Wächter besorgt hat, die ist für die. Ist ja. Und weil es jetzt schon so wellig ist, machen wir das gleich noch so. Eigentlich. Ich habe da so eine schöne Schere. Nico, das ist ja auch eine Stoffschere, weißt du? Also, und jetzt? Ich habe lange schon eine Schere. Ich habe bald Geburtstag. Soll ich dir eine schenken? Ich schenke dir eine. Also so. Ja, jetzt habt ihr sie, gell? Ja, Effekt, genau. Und jetzt innen kommt das Gehängt hier. Ja, wenn ich dann bekomme, das ist ganz so weiß. Ja, dann ja, sicher. Bravo! Ich habe mal zu zweit genommen, hineinrollen oder eben als Fensterwechsel oder Mobile oder einfach eben etwas an einem Kindergeburtstag. Das ist sehr schnell und wunderschön gemacht. Und ihr habt verschiedene Produkte, die ihr verkaufen könnt. Das gibt bei euch Umsatz. Einfach so als Idee.